Ja, wir waren jetzt 4 Tage unterwegs, im strömenden Regen, pitschnass, am nächsten Tag ein bisschen im Sonnenschein im Mühlhäuser Stadtwald. Und haben so ein Konzept gemacht, dass wir Gottesdienste gefeiert haben und Andachten, also 12 an der Zahl in der Zeit, 5 Gottesdienste mit Predigten zum Katechismus. Und haben dann andererseits 12 Fragen gesammelt im ersten Plot. Was sind so Fragen, die ihr mitbringt, was wollen wir diskutieren? Und jeder war verantwortlich, eine Frage einzubringen. Und es ist durch diese Mischung aus einer sehr strengen gottesdienstlichen und andachtlichen Form und einer großen Freiheit in der Auseinandersetzung irgendwie etwas entstanden in dieser Gruppe. Und die Menschen, die auch dabei waren, einfach eine wundervolle Gruppe, mit der es Spaß gemacht hat zu pilgern. Auch in dieser Heterogenität, Unterschiedlichkeit. Ja, also wenn ehemaliger NVA-Offizier mit einem Hauptmann der Bundeswehr, der in Afghanistan war, zusammen über den Frieden diskutiert oder wir miteinander ins Gespräch kommen, gibt es überhaupt Gott? Und was spannend war, dass wir auch einen Philosophen mit dabei hatten, der mir auch wichtig war, der sozusagen seit Jahren darüber nachdenkt, aber den Sprung nicht schafft und das auch sehr ehrlich und redlich immer sagt und damit immer auch jemand in unserer Gruppe war, der das Ich werde mich nicht taufen lassen stark gemacht hat. Und dadurch war dieser freiheitliche Aspekt auch sehr klar da und es war beglückend. Wir haben wirklich den Heiligen Geist erlebt an vielen Stellen, an dem, was gesagt wurde, was wir füreinander gebetet haben, wie wir miteinander unterwegs waren. Und ja, ich habe jetzt so das Gefühl, wir sind so in so einem Flow und müssen jetzt wieder schauen, wie wir in das Leben kommen. Aber es war zu spüren, wenn wir miteinander im Gottesgeist unterwegs sind, da ist Kraft, da ist Energie, da ist Freude, da ist Vergebung. Es war wunderbar. Es wird jedes Jahr ein Taufpilgern geben und einige, die diesmal mitgepilgert sind, wollen auch nächstes Mal mitmachen, vielleicht als Helfer und Teamer. Und wenn Sie Lust haben, melden Sie sich einfach an. Wenn Sie jemanden kennen, der nicht getauft ist, soll es ja geben, sagen Sie uns Bescheid. Wir freuen uns, wenn jemand mitkommt und es ist ein wunderbarer Weg.